Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hanna und ich warten gerade auf meinen Mann. Der bringt nämlich Annabelle in den Kindergarten. Sie ist heute wieder soweit fit, dass sie in den Kindergarten gehen kann. Wir werden sie allerdings mittags abholen. Und dann gehen wir alle zusammen einkaufen. Also der Plan ist, Hanni ist hier neben mir. Der Plan ist, dass wir dann gleich losfahren, uns das Auto anschauen. Dann treffen wir uns am Grundstück mit dem Garagenbauer. Ja, du hast eine Halskette, ne? Ganz toll. Und dann fahren wir Richtung Nordwestzentrum. Ich möchte kurz was gucken, aber mein Mann muss zum Ölwechsel. Danach bringt er mich und Hanna nach Hause. Wir machen Mittagsschlaf und er holt Annabelle ab. Und danach gehen wir alle zusammen zum Einkaufen. Ja, ist eine tolle Halskette, die du da hast. Zeige mal. Ja, da gehört die hin, um den Hals, ne? Zeig mal. Die ist aber schick, ne? Ist eine von meinen alten. Habe ich Annabelle gegeben, habe ich nie getragen. Ja, so der Plan für heute. Wir brauchen nämlich einiges beim Einkaufen und vor allem brauchen wir halt auch Wasser und eine Lage Milch und alles, was auch so groß ist. Deswegen werden wir das nachher zusammen erledigen. Und Hanni ist gerade ein bisschen unleidlich, weil sie wieder müde wird und ich glaube, sie muss jetzt auch gleich mal was essen, ne? Ja, und dann machen wir los, ne? Ja? Mhm. Ja, Annabelle geht's heute wieder gut. Sie war gestern auch nicht wirklich kränklich. Aber sie war halt kaputt und schlapp den ganzen Tag. Es war gut, dass wir nicht beim Schwimmen waren, muss ich sagen. Aber heute ist sie wieder fit. Es geht ihr super, sie ist gut drauf. Keine Schmerzen, kein Fieber, kein gar nichts. Alles gut. Und ja, deswegen geht's ja auch. Sie könnte auch den ganzen Tag gehen, aber das machen wir nicht. Dafür war uns das gestern ein bisschen zu angeschlagen. Aber es ist auch gut, dass sie heute gehen kann, weil es wäre echt blöd gewesen. Weil die Termine heute lassen sich halt schlecht verschieben. Das müssen wir machen. Und sie da mitzunehmen, hätten wir ihr, glaube ich, auch keinen Gefallen getan, sie nur im Auto durch die Gegend zu karren. Deswegen, ich bin froh, dass sie in den Kindergarten geht, gerade weil sie ja morgens auch hauptsächlich Bastelarbeiten machen und dann zusammen frühstücken. Es geht also relativ gemütlich zu und daher ist das, glaube ich, gut so. Weil die Termine müssen halt einfach sein. Der Garagenbauer wird bestimmt nicht lange dauern. Ich hoffe, dass wir in einer halben Stunde da fertig sind und dann ab ins Nordwestzentrum. Und dann, ja, geht's auch nach Hause. Mittagsschlaf machen. Mal gucken, wie sie heute Mittagsschlaf macht, weil ihr Tagesrhythmus jetzt wieder ganz anders ist, dadurch, dass wir vormittags nicht schlafen, sondern dass wir jetzt gleich unterwegs sind die ganze Zeit. Mal gucken, wie dann der Schlaf heute ist. Aber muss halt mal sein. Am Grundstück kann sie ein bisschen rumlaufen. Mit dem Auto müssen wir gucken, wegen Probefahrt, wenn wir eine machen sollten, wenn es dazu kommt. Aber ich denke, da bleibe ich mit ihr draußen, da macht mein Mann die Probefahrt. Ich bin den Wagen, also den Wagen selber kenne ich ja, bin ich schon gefahren. Das überlasse ich dann ihm. Wie man da drin sitzt und wie er sich fährt, weiß ich ja. Das macht dann mein Mann und ich werde mit Hanna halt warten, damit sie nicht nur im Auto sitzt. Ne? Oh! Das ist doch nochmal eine neue Windel, ne? Ja? Ja. Okay, ich würde sagen, vielleicht zeige ich euch unterwegs ein paar Eindrücke. Ich muss mal gucken, ob es sich lohnt, ob es was zu zeigen gibt. Schauen wir mal. Ja, ich werde der Kleinen jetzt eine neue Windel anziehen und dann mal langsam was zu essen machen. Und dann auf geht's. Wir sind jetzt gerade beim Autohändler. Hanna schläft nämlich noch, beziehungsweise ist sie gerade wach geworden. Mein Mann ist schon mal reingegangen. Und jetzt werde ich mir Hanni schnappen und dann gehen wir hinterher. Genau, wir haben nämlich jetzt gleich 10 Uhr und eine Viertelstunde brauchen wir zum Grundstück. Also so lange können wir uns gar nicht mehr aufhalten, weil wir haben ja um halb den Termin. War ganz witzig, mein Mann hat nämlich den Garagenbauer nochmal angerufen und zu ihm gesagt, alles okay, bleibt's bei so und so viel Uhr, also 10.30 Uhr in bei und er nur bei oh, da haben sie jetzt was gut bei mir. Ich wäre jetzt woanders hingefahren. Ja, kann man sagen, macht die Garage günstiger. Nee, Spaß. Späßle. Genau, okay, ich werde jetzt Hanni mal schnappen und dann schauen wir mal. Ich bezweifle, dass wir heute gleich ein Auto finden, aber ja, es ist jetzt auch kein Auto, das selten auf der Straße rumfährt, auch in der Farbe nicht. Es ist einfach eine Frage einzufinden, wo alle Parameter passen, weil ich möchte ja die Rückfahrkamera und die Einparkhilfe für vorne, wenn es piept. Navi ist meistens drin, brauche ich jetzt nicht, weil wir das Navi vom Handy benutzen. Wir haben ja Sygic und Sygic finde ich gut, weil Sygic zahlt man einmal und dann hat man immer alles aktuell. Deutschland, Europa, USA, alle möglichen Karten. Ist beim Auto ja nicht so. Deswegen Navi wäre gar nicht nötig, ist aber meist drin. Es geht dann eher darum, dass meist noch die Einparkhilfe eingebaut werden muss.
Und ja, dass andere Parameter halt einfach passen, dass er nicht zu alt ist, nicht so viele Kilometer drauf hat. Kein Diesel, soll ein Benziner sein. Genau, ja. Rumfahren tun genug. Es ist einfach nur eine Frage, das richtige Auto zu finden. Wir sind gerade beim Ölwechsel. Das ist eine coole Perspektive mal auf den Wagen. So sieht man ihn auch nicht immer. Nee, so sieht man sein Auto auch nicht aus. Nee. So, wir sind wieder zu Hause. Wir waren jetzt wirklich den ganzen Tag unterwegs. Wir haben jetzt 4:15 und wir waren eigentlich seit heute früh um 8:30 unterwegs. Wir waren ja Auto gucken, dann waren wir am Grundstück mit der Garage schauen, dann beim Ölwechsel, dann kurz im Nordwestzentrum, dann haben wir Annabelle abgeholt vom Kindergarten, jetzt waren wir einkaufen, jetzt sind wir zu Hause. Und ich versuche mal einen kurzen Foodhaul für euch abzudrehen mit einem gewissen Gefühl der Nostalgie, denn ich glaube, das ist mein letzter Foodhaul von Real, weil unser Realmarkt ja schließt, leider. Da kommt wohl ein Globus hin. Naja, kein Baumarkt, den ich mag, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Globusgeher, nie gewesen, überhaupt nicht. Ich bin eher so ein Obi-Mädchen. Aber das ist wohl schon vor Jahren so beschlossen worden mit den Mietverträgen. Und ja, Real läuft halt jetzt aus. Da kommt halt dann wohl, wenn sich nichts ändert, ein Globus hin. Und Real räumt jetzt auch schon die Fächer nicht mehr nach und die Regale. Also da bleibt alles ziemlich leer. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir noch so oft hingehen. Also alles, was wir brauchten, war jetzt zwar noch da, aber es leert sich. Und ich glaube, lange rentiert sich das nicht mehr, da einzukaufen. Deswegen kann es sein, dass das tatsächlich mein letzter Haul von Real ist. Schade, ich habe mich gerade so dran gewöhnt an Real. Wenn wir umziehen, dann, ja, habe ich Netto, Aldi und auch wahrscheinlich, wenn ich mal einen Großmarkt brauche, denke ich, wird es Kaufland wieder sein. So wie früher. Ja, okay, deswegen dachte ich, ich zeige euch das jetzt mal. Ich versuche es zumindest. Hinter mir kramt Hanna an den Schubladen rum. Ich bin nämlich mit den beiden wilden Hühnern gerade alleine, weil mein Mann jetzt nochmal zu XXL fährt, was abholen. Unsere Teppiche sind da. Haben irgendwie keine Benachrichtigung bekommen, dass die da sind. Also ja, wir haben gerade nochmal angerufen und haben die Daten überprüft. Alles richtig, trotzdem kam nichts an. Genau, er holt jetzt die Teppiche ab und dann will er noch schnell zur Post was abholen. Und ich dachte, ich packe jetzt aus, zeige euch das schnell und gucke, ob die wilden Hühner da mitmachen. Honey? Nein, das lassen wir jetzt mal zu. Okay, fangen wir an mit dem Ofenkäse. Ich habe 4-mal Ofenkäse mitgenommen. Diesen hier. Fein würzig 2-mal und 2-mal Chili für meinen Mann. Denn der war im Angebot. Der kostet ja immer, ich glaube, fast 4 Euro. Jetzt war er für 2 Euro im Angebot. Und den haben wir uns mitgenommen. Wir mögen den total gerne. Wir dürfen nur nicht mehr so viel Baguette dazu essen, denn wir versuchen ja jetzt wirklich eine etwas low-carb-armere Ernährung zu praktizieren. Nicht hundertprozentig, aber wir versuchen es. Und das heißt, man kann die durchaus mal abends essen, aber eben nicht mehr mit so viel Baguette dabei. Genau. Ja, da habe ich also 4 Stück mitgenommen. Dann habe ich 2-mal Pizzakäse mitgenommen, und zwar hier von Kerrygold. Original irischer Pizzakäse, Cheddar und Irländer. Den mögen wir sehr, sehr gern, der schmeckt total lecker. Durfte auch 2-mal mit. Dann habe ich mir 2-mal Milch mitgenommen, beziehungsweise wir haben auch 3-mal Wasser gekauft und eine Lage Milch. Genau, und zwar habe ich hier 1 Liter schon oben, die anderen sind noch unten im Auto. Schwarzwaldmilch, bio-laktosefrei, haltbare Vollmilch, 3,5% Fett, die ist total lecker. Da haben wir uns eine Lage mitgenommen. Und dann habe ich mir noch 2-mal Frischmilch mitgenommen. Auch Schwarzwaldmilch, bio-frische Vollmilch, 3,8%. Die ist für einen Milchtrinker wie mich einfach nur eine Offenbarung. Die ist traditionell hergestellt, naturbelassener Fettgehalt, die rahmt nach. Das heißt, am Anfang, wenn man sich daraus was ausgießt, man könnte sie natürlich richtig fest schütteln, ich mache es aber gar nicht immer, da kommen da so richtige Rahmklumpen mit raus. Mein Mann findet das total eklig mit diesen Klumpen, aber ich finde das so lecker, ich mag das. Er findet es total eklig, aber ich liebe das. Also ich liebe diese Frischmilch, die ist so, so, so gut. Genau, dann habe ich mir noch mitgenommen 2-mal meinen Rustico-Schinken. Das ist dieser hier, den liebe ich ja von Hertha. Das ist Schinken gegart und gegrillt mit Ahornsirup verfeinert und herzhaft gewürzt. Och, der ist so lecker. Der schmeckt wirklich nach Ahornsirup. Also ich mag den total gerne. Dann habe ich noch einmal normalen Kochschinken mitgenommen für die Pizza. Und dann haben wir noch Salami mitgenommen. Und zwar, ich sehe es gerade, einmal die Baguette-Salami. Die mag ich ja so gerne und die isst Annabelle auch voll gerne. Also ich finde, das ist die allerbeste Salami. Die schmeckt so gut. Und mein Mann hat sich noch mitgenommen 2-mal
Salaccio, Geflügelsalami mit Käse verfeinert. Das ist diese hier, die mag er sehr gerne. Und da muss er gucken, weil die gab es bei Real eigentlich immer. Die, hat er gesagt, die gibt es auch woanders ganz oft. Bei der muss er schon eher gucken. Ja, schauen wir mal, wo wir ab jetzt unseren Stoff herkriegen. Dann haben wir noch einmal eine Kiergartenbutter mitgenommen, ungesalzen. Dann zweimal von Babybel diese Mini-Rolls, die Annabelle so gerne isst. Die gibt es ja leider auch nicht immer. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Dann habe ich noch einmal Fruchtzwerge für Annabelle mitgenommen. Die weniger süßen gab es leider nicht. Die helle Variante war alles leer. Deswegen habe ich jetzt mal die normalen eingepackt. Die dürften auch gehen. Dann noch zweimal von Rama Creme Finet zum Aufschlagen. 19% Fett. Die benutze ich ja am allerliebsten, wenn ich irgendwie Sahne brauche. Dann habe ich noch, ich glaube, fünfmal Mozzarella mitgenommen. 8,5%. Die Light-Version. Und zwar für Tomaten-Mozzarella-Salat essen wir abends sehr, sehr gerne in letzter Zeit. Und einen habe ich mir noch mitgenommen für Pizza. Dann habe ich noch, ich glaube, sechsmal eingepackt. Ich weiß, total crazy. Von Oro hier dieses Tomatenmark mit Würzgemüse. Mag ich ja total gern. Damit kann ich irgendwie alles anfangen. Ich mache das überall rein, gefühlt. Ich liebe das. Und es war im Angebot. Und normalerweise, wenn ich da hinkomme, ist ja alles schon leer gefegt. Und diesmal war noch alles voll. Da habe ich gleich gedacht, komm, sechsmal einpacken. Und dann habe ich mir noch mitgenommen Pizzaboden aus Leinsamen von Litza. Ich bin ja jetzt auf dieses Low Carb gekommen. Ich probiere da gerade einiges aus, von Brotbackmischungen hin zu Nudeln, also alles Mögliche. Und dieser Pizzaboden, der war jetzt reduziert auf 1,50 Euro. Normal hat er, glaube ich, 3 Euro gekostet oder 2 Euro und irgendwas, 2,70 Euro oder sowas. Und der ist jetzt nur noch bis zum 16.01. haltbar. Macht aber nichts. Wir werden das jetzt die Tage einfach mal ausprobieren. Habe ich mir zweimal mitgenommen. Einfach mal zum Testen, weil meine Mutter macht das nämlich auch gerne. Und sie sagt, schmeckt total lecker und normal. Man kann die Pizza ganz normal belegen. Es ist ja lediglich der Teig, um den es geht. Und ja, ich probiere es einfach mal aus. Bin gespannt. Dann haben wir einmal Vollkorntoast mitgenommen für meinen Mann und die Kinder. Und zweimal diese Datteltomaten. Die waren im Angebot für 1 Euro. Und die nehme ich dann für den Tomaten-Mozzarella-Salat. Dann haben wir noch zweimal Trullis mitgenommen. Also davon haben wir eigentlich noch massenhaft Nudeln. Was machst du, Schatzi? Bitte reiß mir nicht die Bude ein. Davon haben wir eigentlich noch genug, aber die Kinder lieben diese Trullis. Ich sag's ja immer wieder, für die, die es nicht kennen, die haben ja diese Muschelform. Und die sind einfach, Moment, Fokus wäre jetzt nicht schlecht. Ja, die haben diese Muschelform und die sind wirklich, wirklich super für Kinder, weil da läuft wirklich die Soße rein. Na, hallo? Da läuft die Soße rein und wenn Kinder dann mit dem Löffel essen, haben sie wirklich auch in der Nudel richtig viel Soße. Das ist klasse. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass es die nicht in Vollkorn gibt. Das wäre noch das nächst coolere. Ja. Hast du Hunger? Warte mal. Ja, warte mal. Warte mal, mein Schatz. Was denn? Ach so, ein Snack. Oder hier ein Snack. Erstmal ein Snack, okay? Willst du einen Snack erstmal? Na komm. Ja. Kind besänftigt so. Genau, die Trullis haben wir jetzt nochmal mitgenommen, weil es die auch nicht immer und überall gibt. Deswegen haben wir jetzt mal ein paar auf Reserve, das ist gut so. Dann habe ich für Hannah noch ein paar Snacks mitgenommen. Und zwar einmal von Hip Kinderkäsefüßchen, knusprig luftiges Gebäck. Und einmal Farmalarm, Dinkelgebäck mit Birne. Schmeckt bestimmt lecker, weil ich mag ja Dinkelmehl auch sehr gerne. Ne? Früher habe ich auch mal gedacht, Dinkel, aber ich finde Dinkelmehl echt lecker. Ich habe jetzt auch immer die Schokomuffins für Annabels Geburtstag mit Dinkelmehl gemacht. Und das hat ja so eine Süße noch mit drin. Also ich persönlich mag Dinkelmehl total gerne. Deswegen, ich denke, das wird ihr schmecken. Genau, die zwei Sachen. Räume ich gleich mal hier hin. Genau, dann habe ich noch zweimal von Elmex die Kinderzahnpasta eingepackt. Eigentlich jetzt keine Seltenheit, aber ist auch öfter mal vergriffen bei Real sowieso. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal wieder was auf Reserve mit. Und genauso zwei Zahnbürsten. Wir nehmen mal hier diese von Signal. Das sind die Conny-Zahnbürsten. Die magst du sehr, sehr gerne. Da habe ich jetzt mal zwei eingepackt. Sie hat zwar zu Hause ihre elektrische Zahnbürste, liebt sie auch total, aber sie brauchen immer mal wieder neue Zahnbürsten für den Kindergarten. Und jetzt nach den Ferien ist wieder eine neue fällig. Deswegen
habe ich da mal zwei mitgenommen. Da haben wir wieder was auf Reserve da. Dann hat mein Mann sich einmal mitgenommen von Schwarzkopf Got to Be. Texture Clay, bla bla bla, ohne Verkleben, Matteffekt. Für seine Haare. Haarwachs, Gel, weiß ich nicht. Was ist das überhaupt? Weiß ich nicht. Pomade, was weiß ich. Auf jeden Fall, um seinen Pony immer hoch zu machen. Genau. Ja, dann eine kleine Flasche Volvic. Die mussten wir mitnehmen, weil ich Annabels Trinkflasche vergessen hatte. Die war in der Spülmaschine. Ich hatte nichts dabei. Und deswegen mussten wir eine kleine Volvic-Flasche mitnehmen, damit sie schon beim Einkaufen trinken konnte. Dann einmal Tomatenketchup, weil unser fast leer ist. Einmal 60 Liter Müllbeutel. Diese hier nehme ich ja tatsächlich nur für den Müll. Ne? Ich mag ja lieber diese hellgrünen mit dem gelben Band. Weil diese, finde ich, haben so einen starken Geruch. Für den Müll ist das okay. Aber ich sortiere auch immer die Kinderklamotten aus, die ich abgeben will oder die ich einmotten will. Und da benutze ich diese Säcke überhaupt nicht gerne, weil die so einen Geruch haben. Weiß ich nicht. Also für den Müll ist es okay. Und die anderen waren auch alle vergriffen bei Real. Aber ich muss demnächst mal welche besorgen, weil ich wieder die Schränke aussortieren muss. Genau, und dann habe ich noch einmal unser Gemüseglück mitgenommen. Veganer Brotaufstrich, Sonnentomate mit Basilikum. Liebt Annabelle und das liebe ich. Ich hatte ja neulich auch mal einen grünen mitgenommen. Irgendwelche anderen Kräuter waren da drin. Aber das schmeckte ganz krass nach Olivenöl, finde ich. Und ich stehe ja nicht so auf Olivenöl, deswegen der war leider nichts. Aber den lieben wir sehr. Genau, das war die zweite Tüte. Ja, du Motzgurke, weißt du, hast immer noch Hunger? Nee, da hast du was. Darf ich das wegräumen? Motzgurke. Motzgurke. Ja, okay, das war die zweite Tüte. Die dritte folgt sogleich. Beziehungsweise, Moment, einmal haben wir noch Kelloggs mitgenommen. Ja, die mag Annabelle halt so gerne, weil, na klar, sind Schokos, ne? Aber die gab es bei Karls Erdbeerhof immer. Im Urlaub bei Karls hat sie die immer gegessen. Das sind die Cornflakes, die es früher immer bei Karls gab. Deswegen nehmen wir die immer mit. Mein Mann mag die auch gerne. Und ja, aus Low-Carb-Gesichtspunkten ist das ja erstmal tabu für uns. Oder zumindest nicht mehr in der Menge. Ich esse erstmal keine, aber... Zumindest bis ich ein bisschen aus der schlechten Ernährung raus bin. Wenn ich das geschafft habe, dann, ich will es jetzt nicht für mein Leben lang zu 100% praktizieren, das nicht. Aber halt ein bisschen reduzieren, genau. Deswegen, sowas spare ich mir dann jetzt erstmal. Aber die beiden dürfen. Raus. Schön die Finger. Der Finger muss raus. So. Super. Hast du gut gemacht. Ja, ne? Ja. Was möchtest du? Eine Decke brauchst du? Eine dicke Decke? Ja, eine kleine. So, Annabelle brauchte eine Decke. Ganz wichtig. Eine Kuscheldecke. So, eine Tüte habe ich noch. Und dann haben wir es auch schon. Und zwar habe ich viermal Knusperbrot mitgenommen, beziehungsweise dieses Knäckebrot. Ah, ich muss, glaube ich, eine kurze Pause machen. Ich glaube, Hannah braucht jetzt eine Flasche. So, Kind ist erstmal gesättigt, aber die Laune wird kippen. Sie ist müde. Sie hat heute nicht so viel geschlafen. Also, gehen wir schnell durch die letzte Tüte durch. Und zwar habe ich viermal Knusperbrot gekauft, also dieses Knäckebrot. Und zwar zweimal Roggen und zweimal Vollkorn. Das isst Annabelle ja total gerne, auch einfach nur mit Butter. Damit haben sie in der Kita angefangen und seitdem liebt sie das. Das kaufen wir seit der Kita immer nach. Ja, du bist da. Oh, ja, komm. Oh, geht das schwer. Hier. Da. Ja. Dann hat mein Mann noch zweimal normale Suppennudeln eingepackt. Haben wir immer gerne da, weil wir sind ja solche Suppenkasper. Und deswegen, die waren im Angebot, da hat er gleich zwei von eingepackt. Ist nicht ganz Low Carb, aber wie gesagt, ganz Low Carb kriege ich jetzt auch nicht hin auf die Schnelle mit den Kindern. Ich habe schon mal denen gesagt, man kann natürlich auch ganz viel selber machen. Auch Nudeln oder so ein Zeug, ne? Das geht ja alles. Aber es hat auch immer eine Zeitfrage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier in der Küche, ich werde hier nicht mehr so einen Aufriss betreiben. Also wenn wir mal umgezogen sind und mehr Zeit ist... Und mehr Platz ist, dann habe ich wirklich vor, da rum zu experimentieren, auch selbst gemacht. Nicht mit fertig gekauften Mischungen, sondern tatsächlich selber zu experimentieren. Aber in nächster Zeit mache ich es mir da ehrlich gesagt ein bisschen einfach. Aber erstmal überhaupt probieren, dass ich damit klarkomme. Aber auf jeden Fall für die Kinder, für die Suppen, ganz normale Suppennudeln. Dann habe ich noch zwei Sachen für Hannah mitgenommen. Und zwar einmal freche Freunde Dinkel und Karotte. Diese Laugensticks mag sie sehr. Und noch einmal diese Knusperschnitten, Banane und Kürbis. Die kommen auch super an. Gibt es leider auch nicht immer. Bei DM gibt es mal eine gute Auswahl von freche Freunde und dann wieder nicht. Das ist immer so eine Geschichte.
Dann habe ich noch zweimal unsere Lieblingswiener eingepackt, im knackigen Seitling eingelegt. Da gab es noch ganze 2 Gläser. Die habe ich auch mitgenommen, ansonsten alles leer. Und ich habe einmal natürlich Ovo Maltine eingepackt. Annabelle hat mir schon was erzählt, weil die Ovo Maltine leer war. Um Gottes Willen. Dann noch viermal Tomaten. Und zwar zweimal stückige Tomaten. Moment, jetzt bin ich gerade hier falsch. Stückige Tomaten mit Basilikum. Die hier für die Pizza. Und dann habe ich noch einmal anteilig für mich eine Pastasoße Classico. Und für meinen Mann eine Pizzasoße Pikant. Genau. Das war das. Und ansonsten habe ich noch zweimal Wasser mit Kohlensäure. Denn ich habe mir Fertigbrot-Backmischungen bestellt für Low-Carb-Brot. Und es wird angemischt mit Mineralwasser, also mit Kohlensäure. Und wir trinken normal keine Kohlensäure. Deswegen habe ich jetzt einfach 2 Flaschen mal eingepackt, wenn diese Backmischungen ankommen, dass ich das dann gleich probieren kann. Und dann noch zweimal Pasta. Auch von Litza habe ich mir mitgenommen, weil es gerade zufällig im Regal stand und ich das eh mal ausprobieren wollte. Ich hatte es schon gehört, aber ich hätte jetzt erst wieder bestellen müssen. Und jetzt stand es halt gerade da habe ich es mitgenommen. Und zwar Low Carb Pasta. Bio Rigatoni aus Leinsamen. Proteinreich, glutenfrei, super lecker. Reduzierter Kohlenhydratanteil. Litza Low Carb Pasta hat bis zu 80% weniger Kohlenhydrate im Vergleich zu herkömmlichen Weizennudeln. Ja, 2 bis 3 Personen. In den Bewertungen heißt es, dass man davon aber auch nicht viel essen muss, dass die sehr, sehr satt machen. Also die sind sehr, sehr dunkel. Ich bin mal gespannt. Die sind, na schwarz, nicht sehr, sehr dunkelbraun. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier wirken sie ein bisschen grün, aber sie sind sehr dunkelbraun. Ich bin mal gespannt. Angeblich auch total einfach. Die Nudeln für ca. 5 Minuten in leicht köchelndem Wasser kochen. Das war's. Ja, schauen wir mal. Heute wird es erstmal die Pizza geben, weil der Pizzaboden ja nicht so lange haltbar ist. Den wird es also heute erstmal geben. Und dann die Tage irgendwann werde ich mal diese Pasta probieren. Ich bin echt gespannt. Ich werde euch berichten, wie ich es finde. Genau, meine Lieben, das war mein Food Haul. Das war's erstmal. Ich werde jetzt erstmal alles wegräumen und dann kriegt Hannah mal eine frische Windel. Und ich muss ja mal Wasser kochen für ihr nächstes Essen. Ist alles alle gerade. Haben wir jetzt alles über den Tag verbraucht. Genau, und dann kommt mein Mann, denke ich, auch gleich nach Hause. Es wird ja schon dunkel. Der Tag ist irgendwie ruckzuck vergangen. Jetzt werden wir uns heute Abend noch mal ein bisschen über das Auto unterhalten. Ja, der war nicht schlecht, den wir uns angeguckt haben. Ich bin nur noch nicht hundertprozentig sicher. Also es ist auf jeden Fall eine mögliche Alternative. Alles gut. Aber ich bin noch nicht ganz sicher. Wir müssen da noch mal drüber nachdenken. Also es ist auf jeden Fall gut. An sich spricht auch nichts dagegen. Aber sowas entscheidet man ja jetzt nicht einfach mal so auf die Schnelle. Deswegen mal gucken. Und ansonsten denke ich, heute wird nicht mehr viel passieren. Kinder waschen, uns waschen, ausruhen. Ich habe heute noch keinen Strich gearbeitet. Das werde ich also dann auch noch machen. Weil wir ja den ganzen Tag nur unterwegs waren. Ich habe noch gar nichts gemacht. Normal habe ich zu dieser Zeit wenigstens schon 2-3 Stunden gearbeitet. Heute nichts. Null. Nada. Niente. Genau, da werde ich heute Abend bestimmt dran sitzen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder bei euch. Morgen ist nicht viel angedacht, Hannah und ich sind nur zu Hause. Aber schauen wir mal. So, es ist Abendbrotzeit und ich versuche mich jetzt mal an dieser Low-Carb-Pizza. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Die Böden sehen gut aus. Die werden auch nicht vorgebacken. Normalerweise backe ich ja den Boden immer mal so 3-4 Minuten im Backofen vor. Das soll man hier aber nicht machen. Ich habe in den Bewertungen gelesen, dass das dann zu trocken wird. Steinhart und trocken. Also man soll jetzt gleich Soße drauf, Belag drauf, fertig. Genau. Angeblich ist es auch sehr sättigend. Also ich bin mal gespannt, wie uns das schmecken wird. Belegt. Jetzt geht's ab in den Ofen. Mm. Ich finde, die sieht sehr lecker aus. Sehr gut. Mhm. Das lassen wir uns jetzt mal schmecken.